Recht herzlich willkommen zur 82. Folge von Avorion. Ja, wir sind geflüchtet und ich weiß jetzt nicht, ob die noch hinterherkommen oder nicht. Zurzeit sehe ich niemanden hier, der da gekommen ist. Vielleicht sind wir in einem anderen Bereich, aber da ist noch eine Schießerei zu Gange. Aber das ist, glaube ich, nicht... Die Xoltan sind das. Ich glaube nicht, dass das mit uns zu tun hatte, ne? Ja, okay, müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Wir hatten ja eigentlich vor, dass wir hier noch ein Ding ins, wie heißt es, ein Schiff bauen, was für uns farmen geht, ne, oder? Nur der Bereich, wo wir sind, ist natürlich jetzt die Frage, ob das Sinn macht, weil, ja, vielleicht ist es auch schnell kaputt, das Schiff, ne? Das ist die nächste Frage. Aber hier könnte man natürlich den farmen lassen, ne? Dann müssten wir mal gerade hier ein bisschen näher fliegen, an die Station vielleicht ran. Das da hinten die Zoltan? Ne, die sind kaputt, ne, oder? Ich glaube, die haben den zerlegt, oder? Achso, hier kann man noch was gucken, ne? Dann wollen wir mal gerade reinschauen, ob hier was im schwarzen Brett für uns ist. 100 Bildschirme, nö. Da oben ist auch Dingens, ach, da ist noch einer. Der hat auch noch ein Ausrufezeichen dran, den gucken wir uns auch nochmal gerade an. Der hat auch 100 Bildschirme. Was? Wirklich? Sind das so, das 100 Bildschirme? Wollen die alle 100 Bildschirme? Da oben ist noch was. Stahlfabrik. 100 Carbon, ich wollte schon sagen, die wollen auch noch 100 Bildschirme, ne? Oh, guck mal, da oben ist eine Ausrüstungsdock, das ist ja auch interessant zu gucken, ne? Erstmal gucken hier, 100 Bildschirme. Hatten wir das gerade schon? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall können wir mal gerade gucken, was die so an anderen Ausrüstungsgegenständen haben, ne? Radar, Schildbooster. Überraum-Upgrade. Na, okay. Magnet-Bergbau-Geschützturm. Ich glaube, wir fliegen mal dahin und dann können wir da vielleicht auch unser Schiff ausrüsten, was wir da neu bauen, oder? Energiesuppressor, also wie, okay, das ist klar. Hammerhead, Glas, Torpedo und das sind unsere Klamotten, die wir vielleicht verkaufen könnten, wenn wir wollten. Reparaturgeschützturm, okay. Doppelnahmenet, aber ja, gut, dann würde ich jetzt aber erstmal sagen, bauen wir erstmal da in der Nähe von dem Dingens, sag schon. Dem Ausrüstungsdock. Warte mal, bevor wir weiterfliegen, da oben ist noch einer Kabelhersteller. Was will der denn? 150 Gold haben wir bestimmt nicht dabei. Ja, fliegen wir da weiterhin. In die Nähe bauen da ein kleines Schifflein, was dann Dingens kann, sag schon. Ne? Meinen. So. Stehen bleiben. So, jetzt haben wir die kleine Dingens raus. Da ist sie. Und dann können wir hier neues Schiff gründen. Miner. Eins nennen wir den mal. Da ist der Klotz, ne? Ja, war jetzt vielleicht nicht so ganz, aber wohl, das ging ja jetzt auch nicht. Geht das anders? Weiß ich gar nicht. Also bewegen tut er sich ja nicht, ne? Machen wir erstmal Triebwerk dran und dann geht das auch mit dem Bewegen, ne? So, Titanen haben wir noch, ne? Ja. Machen wir erstmal Titan da dran. Ne? Triebwerk. Und den kopieren wir mal gerade. Dann machen wir dann V raus. Dann ist die Größe gleich. Und dann machen wir den Block da so dran. Ne? So, und dann machen wir erst den Baumodus weg. Fliegen gerade mal ein paar Meter vor. Damit wir da vernünftig dran kommen, ne? So, jetzt kann man auch was bauen.
Gut, was haben wir denn noch so? Steuerdüsen. Ja, Frachtraum wäre ja auch wichtig, ne? Den machen wir unten runter, oder? So, was haben wir als erstes mal? Die Hülle. Frachtraum hätten wir auch im Angebot. Den machen wir zum Schluss. Quartiere sind wichtig erstmal. Ja, so passt schon. Dann Korrekturdüsen. Wir sollten vielleicht die Triebwerke etwas größer gestalten, oder? Mach das nochmal weg. Und Triebwerke machen wir mal breiter. Ja. So. Ja, so machen wir's. Gut. Dann müssen wir, glaube ich, einen tiefer. Da gibt es nämlich die Energiecontainer. Die machen wir mal hier vorne vor, aber die machen wir wieder passend. Ne, dann machen wir erstmal eine Kopie davon. Und Steuerung V. Und dann Energiecontainer dahin. Ich hätte natürlich spiegeln können, ne? Und dahin. Und der Generator kommt hier vorne hin. Was haben wir da noch? Integrationsfeldgenerator. Zack, damit das Ding ein bisschen geschützt ist. Ein Solarpanel, Titanlicht. Was haben wir noch? Fensterlose Hülle. Das sind jetzt alles Ecken und Kanten. So, Titanpanzerung. Müssten wir jetzt da mal flach machen, ne? Und dann machen wir die mal so. Ah, das war natürlich schon mal hier wieder Bingo, ne? Ja. Und das muss ein bisschen kleiner werden in dieser Richtung. Passt. Das Triebwerk würde ich auf jeden Fall komplett schützen erstmal, oder? Machen wir mal so. Dann können wir es auch gleich richtig machen, ne? So. Es ist oben und unten geschützt, an der Seite nicht, ne? Das war die falsche Richtung, das ist die richtige Richtung. Noch einen Tacken höher. So. Und da auch noch. Jetzt ist das fertig. Gut. Jetzt würde ich das ja auch noch machen wollen, ne? Und da noch einen Schutz hin für die Energiecontainer. Und dann der Generator. Und der Integrationsfeld da, Dings, da bummst da auch. So, das passt. Das lassen wir mal so, ne? Und das machen wir noch so. Okay, und jetzt gehen wir mit weiteren Dingen voran. Ach so, wir müssen noch. Was ist das hier? Titanlicht. Dann lass uns erst noch ein paar Gerüste bauen. Und da unten im Gerüsten kommen ja die Dingens dran, dann sag schon.
So, das macht er jetzt nicht unten runter, oder wie? Okay, dann gefällt mir das nicht. Jetzt wüsste ich gerne, wie kann ich ihm sagen, du, mach mir das da hin hier. Hier will ich das hin haben. Aber wir können das auch so machen, dass wir dann eine Spiegelachse machen. Genau. Und machen das schmaler. Und hängen das da drunter. Und da drunter. So passt das schon. So, und dann gehen wir in den Frachtraum drunter. Und den basteln wir dann da unten runter. So. Erstmal so, dann so, erstmal gerade von der Seite gucken, könnte noch ein bisschen länger sein, ne? Breiter wäre vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Zack, haben wir sie. Die Frachter. So, jetzt ist die Kiste natürlich zu langsam, wie wir sehen, ne? Beziehungsweise unbeweglich erstmal. Da müssen wir erstmal die Dinger dran machen, ja. Düsen und so. Spiegelachse kann jetzt weg. Und das machen wir mal so. Jetzt müssen wir, hallo? Ah, jetzt haben wir's. So, das ist erstmal grob machen. Ne, flach kann das ja sein. So. Das würde das ganze Ding erstmal verbessern. Dann würde ich da noch einen hinmachen und da noch einen hinmachen. So, jetzt sieht das schon besser aus, ne? Aber das reicht noch nicht, wie wir sehen. Kriegt er da noch welche? So, jetzt sagt er, das ist gut. So, jetzt brauchen wir aber noch ein bisschen mehr Power. Ein bisschen mehr Schub. Das heißt, machen hier unten noch eine Zusatzdüse hin. Wo muss die hin, damit das einigermaßen passt hier? Ja, so. Schub ist noch zu langsam, ne? Höchstgeschwindigkeit. Boah, aber weißt du was? Das Ding lassen wir erstmal so. Jetzt gucken wir noch, dass wir irgendwie einen Abräumer haben. Doppelmal. No need Abwrackgeschützturm. No need Bergbauer. Der Bergbauer, den nehmen wir jetzt erstmal und basteln ihn da dran. Ach gut, dann müssen wir erst noch nicht dahin basteln. Alles klar. Dann müssen wir noch nicht haben. Ach so, das brauchen wir jetzt hier nicht. Das war verkehrt. Noch nicht Stein, noch nicht Hülle. Gab's da gerichtete Korrekturdüsen? Ne, die wollen wir jetzt nicht. Ein Dock. Was haben wir hier noch?
Torpedorampe. Tja, das wäre ja vielleicht noch was Interessantes, oder? Das ist nur zu groß. Schmaler vielleicht auch noch, ne? Weiß nur nicht, ob man jetzt einen Torpedo damit benutzen kann oder nicht, ne? So, jetzt können wir aber auf jeden Fall unseren Werkbauer da hinsetzen. Boah, das Ding ist ja riesengroß, wa? Ich dachte, das wäre viel kleiner. Okay, dann nochmal Torpedorampe neu. Und jetzt den Werkbauer da hin. Oder geht das nicht? Weil Geschütz. Torpedo. Geht nicht. Flugscheibe, neue Produktion. Schildgenerator. So, können wir auf den Schildgenerator jetzt den Dingen setzen? Das ist jetzt die Frage. Ey, das ist nicht wahr, oder? Oder muss der so lang? Hyperraumkern. So, dann ist hier die Hülle und fertig, ne? Die muss weg, weil falsch gesetzt. Zack, weg. Zack, weg. Zack, hin. Zack, hin. Und jetzt möchte ich den da gerne hinbauen und das geht immer noch nicht. Zu kurz oder was? Jetzt aber bitte. Ey, das kann jetzt nicht sein, oder? Wo hat denn der jetzt denn das Problem damit? Das ist doch hier alles now in need, ne? Ja. Bitte jetzt aber. Ja, dann weiß ich es auch nicht. Ja. Das geht nicht. Ja, möchte er nicht, ne? Keine Ahnung warum. Naja. Das war richtig so runter. Jetzt habe ich hier eine falsche Taste erwischt. Bisschen schmaler. Wieso geht er da jetzt nicht hin? Schmeiß den weg. Bau den nochmal länger. So, zack. Aber jetzt muss das dahin gehen, oder? Da war's. Riesending, aber läuft, ne?
Gut. So, was sagt er hier jetzt noch alles? Dein Schiff ist sehr schwach. Nicht genug Mechaniker, keine Besatzung. Zwei Bergbauern, drei Ingenieure, drei Mechaniker. So. Das ändern wir jetzt, indem wir jetzt dieses schicke Schiff mal aufsuchen. Und das nimmt Kontakt nach dahin auf. Da unten ist ein Docking Port. Ich glaube, wir haben keine Bremse eingebaut, ne? Oder es bremst von alleine. Jo. F. Und Crew anheuern. Wir brauchten Bergmänner 2. Ingenieure brauchten wir 3. Was haben wir hier noch? Security. Und was haben wir hier noch? Besatzungsmitglied. Oh, 5. Gut, dann wollen wir die zuteilen. Da sind Torpedorohr in deinem Schiff, okay. Okay, alles klar, wie sind wir das? Jetzt müssen wir das Personal zuordnen. Ja. Ich habe eben vergessen, drauf zu klicken. Das hat ja gut geklappt, ne? Schade, ne? Ich habe sie ja alle ausgewählt, habe dann aber nicht das passende angeheuert, ne? Wie immer. Das waren Ingenieure, ne? Ja. 3 anheuern. Was haben wir hier? Security. Bergmann. Brauchen wir 2, die heuern wir auch an. Und hier hatten wir jetzt... Ja, warte mal. Lass mal gerade gucken, weil ich bin mir jetzt nicht sicher. Aha. Wir brauchen jetzt noch 3 Mechaniker. Haben wir die 5 doch nicht gekauft, oder was? Das war zu viel. Nehmen wir aber 5... Anheuern, fertig. Und P. Eins, zwei, drei. So. Das ist jetzt erstmal das. Jetzt haben wir 2 über. Ach so, das waren 4, 5, sind schon mehr. Alles klar. Was haben wir denn noch? Kanoniere? Ja, das wäre vielleicht noch sinnig. Machen wir 2 Kanoniere rein. Ach, dann brauchen wir jetzt doch schon Dingens. Gut, dann holen wir gerade noch einen. Der. Sag schon. Offizier da ist, ne? Mhm. So. Was sagt denn der da oben? Ja, die Moral wird sich über die Zeit verschlechtern. Gut. Und da haben wir jetzt einen. Gut, das ist erledigt. Jetzt gehen wir natürlich noch woanders hin, weil uns fehlt jetzt ein Dingens, ne? Wie heißt es? Dann lassen wir da lang fliegen. Hat schon mal gut geklappt, ne? Ach so, das ist die Kiste hier. Na, lass mal. F. Crew anheuern. Da gibt's einen Kapitän, den holen wir da erstmal weg. So. Da müssen wir, glaube ich, gleich noch eine Bremse einbauen. Weil die haben wir überhaupt nicht. Irgendwie driften wir auch gerade irgendwo hin und wir wissen gar nicht wo.
Ja, da gibt's Docking Ports. Dreh mal schnell um. Okay. Oh, ist das schlecht zu lenken, die Kiste. Okay. Anheuern. Und den brauchen wir hier. Der kostet 10.000, ist aber egal, weil der hat's drauf. So, jetzt müssten wir nur gucken, was muss an der Kiste noch ran, damit die besser fliegt. Bremsschub, das ist... Aber eigentlich steht ja alles ist top, ne? Insgesamt zu schwach, ist klar. Ja. Jetzt müssen wir nur gucken, wo ist unser Ding, ins unser anderes Schiff jetzt. Weil das müssen wir auch wieder haben. Was ist das da, das Gelbe? Ne? Haben wir das denn jetzt geparkt? Da oben irgendwo. Da ist es, okay. Fliegen wir da gerade hin. Obwohl, fliegen müssen wir das gar nicht, ne? Wir können doch das so, oder? Lasermodulatoren haben wir da auch drauf, okay. F interagieren. Okay. Ne, das wollen wir alles noch nicht machen. Wir wollen da erst wieder rüber. T können wir jetzt. Okay, jetzt sind wir nahe genug dran. So, jetzt haben wir das. Und jetzt interagieren wir nämlich mit dem hier. F. Befehle. Und abbauen. So, jetzt sollte dann... Was war das? Wer ist denn irgendwo gegengeknallt? Der da oben, ne? Ist ein Heldor. So, jetzt müssen wir gerade hier die Anzeige wegmachen. So, ich glaube, er ist schon kräftig dabei oder versucht es auf jeden Fall. Ah, jetzt geht's los. So, der baut jetzt für uns ab. Und das ist schon mal gut. So, jetzt müssen wir gerade nochmal gucken. Eben hatten wir ja da gesehen, dass wir noch andere Fracht haben, ne? Erstmal hier. Ach, das hätten wir vielleicht in der anderen Kiste auch noch einbauen können. Und da haben wir nur den Dingens reingebaut, fällt mir gerade ein. Haben wir gar keine Waffe gebaut. Naja, lassen erstmal so fliegen. Torpedo war da möglich, haben wir aber auch nicht gemacht. Lasermodulatoren haben wir hier noch. Für 16 gekauft oder sowas. 126, okay. Dann lass uns mal gerade gucken, ob wir hier irgendwo sowas überhaupt loswerden können. Andere Grafeinheiten kann man hier verkaufen. Hier, der nimmt die. Wer ist denn das? Der da. Also ich bin jetzt echt am Überlegen, ob wir das nicht machen sollen, weil irgendwie kriegen wir keine Mission damit, ne? Das ist unsere Schwierigkeit. Gut. Wo ist das andere Schiff hin? Da oben. In den unendlichen Weiten. 412. 7816. Ah, er baut gerade neue Nit ab, wie ihr seht. 147, 148. Geht, ne? War nicht viel wohl, was er da gerade machen kann, aber er holt's. Gut, aber für die Folge, denke ich, soll es dann auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.